Oh, Lomberto auf Tour. Heute ist der 10.09.2021 und ich habe mir mal mein Moped gepackt und ich bin heute auf dem Weg zum Wheels and Wake in Nethen. Das liegt bei Oldenburg, also oben an der Küste. Wie ihr seht, es ist ein bisschen bewölkt, aber egal, ich habe Regensachen dabei. Wheels and Wake ist Moped-Treffen. Ein entspanntes am Strand und da habe ich auf jeden Fall ein Zelt dabei, meine ganzen Regensachen, Klamotten, die man so für zwei Übernachtungen im Zelt auf dem Campingplatz braucht, ein Stuhl sogar dabei. Moped ist frisch betankt, Öl geguckt, Luft ist kontrolliert. Es werden so um die 360, 380 Kilometer jetzt sein gleich. Ich werde Landstraße, Autobahn fahren. Ich zeichne das auf, die Tour. Und ich denke, dass ich so 14 Uhr auf dem Campingplatz bin. Dann tue ich mir dort erstmal das Zelt aufbauen und dann gehe ich mal in die Arena. So, kurz noch eine Moped-Show. Meinen Windschutz habe ich dran gemacht. Und das Gelkissen. Ja, ansonsten hoffentlich alles ordentlich eingepackt, zugeschnürt. Das sollte funktionieren. Also dann, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Tschüss. Angekommen. Hier war eine nette Dame, die mich reingelassen hat. Die sieht man jetzt auch gar nicht, die ist im Schatten. Aber alles, also ich mache hier nur einen kurzen Talk. So, das ist die Kasse. Heute ist ja hier nichts los, weil heute flat ist. Da fahren wir gleich noch hin. Und jetzt gehe ich aber mal hier den ersten Schritt auf den Beach. Das sieht ja richtig toll aus. Ja, cool. So, ja. Jo, das sind doch hier die Renner. Naja, die richtige Bereifung. Nicht schlecht. Ha, das ist ja cool. Ah, das ist die Bühne. Das ist dann bestimmt ein bisschen ab. Das ist der Beach. Motorraver. Da oben ist die Beachbar. Ja. So, das ist schon mal der erste Eindruck. Es ist warm, 26 Grad knapp. So, jetzt geht's zum Campingplatz, Zelt aufbauen und dann fahren wir zum Flat. Aloha!
Gut wie meine Scrambler. Ah, hier sind schon mal viele, viele Mopeds zu sehen. Guck mal hier. Was für Daten? Was ist das? Ein Pferd, 650. 650 Kubik. Ja. Ah! Weichler, ja. Kommt aus Niederlanden. Ja. Auch fährst nicht mit morgen. Was? Fährst nicht mit hier am Beach. Nein. Nein, die waren auch zu spät. Das ist ja ein Rennen am Beach. Aber ich fahre auch nicht mit, ich guck zu. Ich bin jetzt mal auf dem Weg auf den richtigen Campingplatz zur sanitären Anlage und dann gucken wir uns das mal an, was ich ja frisch machen kann. Soweit, das ist der zentrale Platz hier. Ich glaube, heute Abend trinken wir hier noch ein Bierchen. Jetzt gehe ich erstmal in die Duschen gucken. So, was haben wir denn hier? Schöne Waschräume. Ah, Duschräume. Toilette. Ja, riecht aber ganz frisch gewischt. Ja, okay. Sollte funktionieren. Campingplatz halt. So Männer, jetzt hat uns doch hier ganz schön erwischt. Das hat hier geschüttet. Wie verrückt. Jetzt will ich euch mal hier jetzt noch ein bisschen zeigen, was hier abgeht. Naja, so ist das halt auf dem Camping. Ne? Und jetzt haben sich hier auch schon ein paar festgefahren. Jetzt wollen wir doch mal hier so ein bisschen beobachten, was die Jungs hier so machen. Ach, meine Schuhe muss ich noch mal abspülen. Wird das was? Wir werden sehen. So, wollen wir hoffen, dass es jetzt so bleibt. Und jetzt fahren wir zum Flat. Ja, das gucken wir uns da jetzt mal an. Ja. Suche Einlass. Lob, hier geht's rein. Gucken wir uns mal einen Platz. So, hier ist der Eingang. Das ist nächste Woche. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was hier los ist. So, ich bin auch ohne Probleme reingekommen. Ich glaube, jetzt suche ich mir erstmal was zu trinken hier. Ja, und die Ankategorie ist 18 und die fährt in der Königsklasse, in der 500 Kubikklasse, alter Schwede. Ja, Leute, schnallt euch an. Hier, yeah, Ankatrin, 500 Kubik, die ist richtig frisiert, die Karre, das hört man. Oh, hier geht die ab, ey. Junge Lady im Drift. Ein Traum, und was für ein Drift. Bah, brutal. Brutal geil. Oh,
hier, guck dir das an, ey. Hier die Innendrift, ey. Da hätte sogar Egon Müller der Atem gestockt, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich glaube, die kann man sich reinstellen, ne? Das ist eine Kamera. Oh. Film ich sie da. Was ist das denn? Ach, noch. Die heute schon gefahren ist. Hier kann man sich doch unterstellen, hier bleibe ich jetzt mal weiß. So, das ist leider abgebrochen, die Bros können ja nicht mehr fahren. Ist zu nass die Strecke, aber auch noch ganz lustig. So, ich mache mich jetzt wieder zurück, 20 Kilometer, 25 Kilometer bis zum Campingplatz. Guck mal, ob der noch begehbar ist. So, schauen wir mal. Ich glaube, die am Campingplatz, die machen heute auch noch eine Grillparty. Da gehe ich jetzt hin. Meine erste Nacht überstanden. Hat nicht mehr geregnet, aber es ist halt trotzdem feucht. Ne? Moped sieht auch dementsprechend so ein bisschen dreckig aus, aber das gehört sich ja so für den Scrambler. Ich mache jetzt gerade mal einen Rundblick über den Campingplatz, damit ihr das mal seht, was hier so abgeht. Ja. Frühstücken. So, frühstücken, duschen, frühstücken war ich schon. Und jetzt fahren wir an den Beach. Schon mal was richtig los hier. Weiße Scheiße. GGG-Kontrolle und Ticket jetzt für einen Tag gekauft, ein 10er, fürs Wochenende 15, ist natürlich günstig. So, jetzt zeige ich euch das mal hier. Moment. So. So, da will ich doch mal hoffen, dass wir heute mal schön umgebaute Mopeds sehen. Ja, ich glaube, das sind die Pirelli-Reifen. Die gefallen mir auch sehr, sind aber sehr laut. Ne? Matt-schwarzer Auspuff. Auch geil. Mit dem Erzeuger dieses Mopeds habe ich gestern geschnackt. Gestern Abend. Mutig! Servus!
So, 1, 2, 1, 2. Guck mal, rauskommen und noch guck mal die Strecke hier zu haben. Denn für wen wird denn gespendet? So, jetzt geht's langsam los hier. Fahren Sie schon mal ein. Aber wir müssen eh noch mal einmal anziehen. Adrenalinpegel geht schon wieder hoch. Wieder nur ein Kreuz. Marcel, hörst du mich? Marcel, ja, dann, ja. Jeder soll einmal fahren. Okay. Ja, jeder ein. Wird noch zweimal gefahren. Das ist eigentlich alles. Morgen sind die Entscheidungsläufe. Also heute werden erstmal so die Vorläufe ausgetragen. Morgen sind die Entscheidungsläufe. Mittag, morgen werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Jetzt gucken wir nochmal den aktuellen Weltmeister. Im Weg, ganz entspannt am Strand sitzen und Moppets fahren lassen. Das Wetter hält sich, könnte besser sein. Wenn hier die Sonne brennt, dann sucht man glaube ich Schatten. Aber ist ganz entspannt. Also, ich kann es empfehlen. Schön. Jetzt habe ich doch noch mal was Schönes Altes entdeckt. Steht leider nicht dran, was es ist. Ich tippe mal auf eine R60. Wir unterhalten uns gerade über Moped-Bilder mit. Ich hätte heute Morgen schon mal die Möglichkeit, jemanden.
guten Platz ausgesucht. Da können wir gleich den nächsten Start filmen. Das könnte sein, dass ich ein bisschen zu nah drauf bin. Aber egal. Gucken wir mal. Jetzt hier ist es schon wieder. Super. So, oh, Dutchman. Mella from Holland. Mella from Holland. Yes, yeah. From Holland. Not Holland. From the Netherlands. Friesland. Vorläufe sind vorbei und jetzt gibt es die Kür des schönsten Mopeds, der Strandparker. Und ich habe irgendwas von Lucky 13 gehört. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist der leise Honda. Das waren die Siegerehrungen der vier Kategorien in den schönsten Mopeds. Uwe, ganz entspannt und wir brauchen deinen Platz, Marcel, herrlich, bis auf. Herzlich willkommen, Steffi Schumacher. So, wie gemalt. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier ein schönes Fahrzeug. Japanischer Art. Oh, und das läuft auch. So. Ja, mach mal aus. So, jetzt geht es um Geschwindigkeit. Wir werden jetzt Messgeräte aufgebaut. Und dann schauen wir mal, wer hier am schnellsten durchfährt. Ne? Ich dreh mal kurz rum. Also ich merke, die Fahrer sind halt total aufgeregt. Ne? Mal gucken, das ja. Bitte nicht durch die Zeit messen. Aber okay. Aber ist nicht gut, dann sind die Jungs verwirrt. Alex habe ich jetzt verpasst aufzunehmen, aber 4 Sekunden. Nicht schlecht. Come on.
jetzt hier gerade mit den Machern von Wheels & Wake und die brüten jetzt schon aus, was sie nächstes Jahr so machen. Spezialklasse. Ja, auch nur lecker bei Reuter Birk. So, Samstagabend, 18 Uhr, die Rennen sind durch, die schnellsten sind gefahren und ich mache für heute auch erstmal Schluss, ich stehe mir jetzt auch noch ein Bierchen. So, spät am Abend gehen wir nochmal Männer gucken, Moped gucken. Schicken Kaffee-Racer hat der Jan gebaut. So, wir gehen jetzt auch ein Bierchen trinken und dann gehen wir ins Bett. Sonntag heute. Sollte eigentlich schön werden, aber die Sonne braucht noch ein bisschen. Ich glaube, da ganz hinten kommt sie. Wir haben es jetzt so um 9:30. Die Jungs sind schon alle schwer am Packen und am nach Hause fahren. Kurioserweise die HD-Fahrer zuerst. Die brauchen halt länger. Ne? Ja, war ein schönes Wochenende. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Hause, pack mein Zelt ein und dann schauen wir mal. Tschüss.
Seiten. Ungefähr 380, 385 Kilometer. Hauptstrecke Autobahn auf die 31. Dann A2, A3. Dann habe ich die 59 genommen, weil auf der A3 und der 46 war Stau. Und ja, dann wieder auf die 1. Und dann jetzt abgefahren. So, ihr seht auch ein paar Fliegen am Moped. Hat ja einiges mitgemacht. Ah. Ja, aber sonst ist Kevlar top durchgehalten. Nichts zu meckern. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.